Lieben, heute habe ich ein neues Thema für euch. Und zwar geht es wieder über meine Hörbehinderung. Und quasi möchte ich ein Missverständnis aus dem Weg räumen. Und zwar, viele denken, nur weil mein Hörgerät trägt, heißt das, dass man wieder ganz normal hört. Nein, ist es nicht so. Ich trage Hörgeräte, heißt aber nicht, dass ich normal hören kann. Ich erzähle euch meine Geschichte. Ich habe vor ein paar Jahren Gitarrenunterricht genommen. Und zwar in einer Musikschule hier in der Nähe. Also wo ich halt damals noch im Internat war, habe ich dann Musikunterricht genommen, weil ich Internatsband war und ich konnte noch nicht so gut spielen. Also ich habe mir Gitarrenspielen selbst beigebracht, also E, G, C und D, das konnte ich, aber alles andere, A, E-Moll konnte ich auch noch, aber alles andere, keine Ahnung, das waren die einfachsten Akkorde, was ich dann konnte. Und deswegen sollte ich am besten halt Gitarrenunterricht nehmen. Das habe ich natürlich dann auch gemacht. Also ich gehe mit voller Begeisterung dahin und also, ja, Gitarrenunterricht. Habe ich es ihm auch erzählt, dass ich Hörgeräte trage, dass man nicht mehr lauter reden muss und auch deutlicher reden. Also man braucht ein bisschen Zeit, bis ich halt wirklich da reinkomme, das Gefühl dafür habe, Gefühl für die Melodie und Gefühl für die Töne. Auf jeden Fall haben wir dann nach ein paar Unterrichten, was eigentlich ziemlich cool war, haben wir das Lied von Biffy Clyro, God and Satan, gespielt. Und ja, da hat es schon gehakt. Auf jeden Fall, da gab es so ein Fis oder F. Ich weiß es nicht mal, ich habe ewig nicht mehr Gitarre gespielt. Also Fis oder F, wo ich dann so Finger dann so das ganze Ding da, die ganzen Seiten da drücken muss und dann so Parts. Das war auf jeden Fall so, als würde ich gerade meine Finger, egal, als würde ich gerade meine Finger verrenkeln und ja, das war also nicht das Einfachste, was ich gerade gelernt habe. Auf jeden Fall, ich habe da halt immer das total schief gespielt. Also ich habe das alles so richtig gegriffen, aber mit dem Plektrum über die Seiten gestrichen habe, dann klang das immer total schief und mein Lehrer ist dann immer so ausgeflippt. Ja, Cindy, schalt doch mal dein Hörgerät ein, wofür hast du die denn? Wow, ich habe meine Hörgeräte drin und an, sonst würde ich die nämlich überhaupt nicht verstehen. Habe ich mir in dem Moment natürlich auch gedacht, das habe ich nicht gesagt, weil ich total unter Schock war und ich meine, ich wurde mein ganzes Leben damit konfrontiert. Ich wurde mein ganzes Leben darauf immer nur darauf reduziert, auf meine Hörbehinderung und das war halt wieder so ein Fall, wo ich dann einfach nicht wusste, was ich machen sollte und ich dachte so, wow, okay, krass, okay. Cool down, Cindy. Ich habe dann gesagt, ja, okay, ich versuche jetzt nochmal ganz nur. Ging der Trainer, mein Lehrer dann gesagt, ah ja, nächste Woche kannst du das. Und das übe einfach weiter, und dann kannst du bestimmt, das ist ein bisschen schwierig, weil du das heute gerade erst gelernt hast. Okay, ja, vielleicht. Natürlich hat mich das irgendwie auch seelisch belastet, keine Ahnung. Auf jeden Fall, nach einer Woche ging ich ja wieder hin. Ich habe wirklich geübt und geübt und geübt. Und das hat für mich auch immer ziemlich gut angeklungen. Also bin ich dann wieder dahin, hab das dem gezeigt und er so: Boah, Cindy, was hast du die ganze Woche gemacht? Bestimmt nur gefaulenzt und nichts geübt, ne? Das hört sich scheiße an! Ich hab jeden Tag eine Stunde dran gesessen, um dieses scheiß Akkord da hinzukriegen. Und jetzt sagt er mir schon wieder, das ist scheiße. Du machst die Griffe richtig, aber das hört sich total schief an. Ja, was soll ich denn machen? Für mich hört sich das richtig an. Ja, Gott, kauf dir mal bessere Hörgeräte. Ja, klar. Ich krieg die besten Hörgeräte gerade gleich um die Ecke. Ist ja nicht so, dass ich die, dass man sie anpassen muss, dass ich die vorher anprobieren muss, ob die mir überhaupt, ob die halt zu mir passen. Und dann halt dieses ganze, ist ja nicht so, als würde ich gerade zum Mediamarkt gehen und sage, ja, ich brauche ein neues Hörgerät und kauf es mir da. Ist nicht, das ist nicht so. Und dann war noch so ein Fall letztes Jahr am Flughafen, war ich halt in Köln, wollte nach Berlin fliegen und da gab es so halt so eine Lautsprechanlage, wo dann irgend so eine Durchsage gemacht wurde. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und ja, da bin ich halt zum nächsten Mann, zu der nächsten Person, die neben mir war, bin ich halt zu dem gegangen. Da habe ich ihm ganz höflich gesagt, ja, entschuldigen Sie, ich habe die Ansage nicht verstanden, weil ich Hörgeräte trage und mit Hörgeräten auch nicht immer alles verstehe. Und der dann so, ja, die könnten doch ihre Hörgeräte vielleicht mal lauter stellen. Vielleicht würden die dann alles verstehen. Du scheinst echt viel Ahnung davon zu haben. Also ich war mega angepisst, ey.
Wirklich mega. Und dann kam endlich einer vom Flughafenpersonal da an und dann habe ich den auch dann gefragt. Keine Ahnung. Ich hätte am liebsten geheult. Ich hätte wirklich am liebsten geheult und den angeschrien, was es sein soll. Ich meine, ich kann auch nichts dafür, dass ich schlecht höre und nur mit Hörgerät, nur weil ich Hörgeräte trage, heißt das nicht, dass ich gleich wieder ganz normal höre. Oder einer, der ein Bein amputiert hat, eine Beinprothese bekommen, ist ja auch wieder nicht ein normales Bein, ist ja eine Beinprothese. Und zudem sagt man ja, oh, du hast ja zwei Beine, du kannst so ganz normal gehen. Was ist das? Das ist bei mir doch auch nicht so. Nur weil ich Hörgeräte trage, heißt es nicht, dass ich normal hören kann. Das ist nämlich nicht so. Nein! Und dieses Missverständnis wird einfach nur aus dem Weg kommen. Das ist aber auch halt ja heute immer noch so, dass ich halt immer wieder darauf gesagt werde, ja, mit Hörgeräten ist es doch ganz normal, du kannst doch ganz gut reden und ja. Und das Problem hatte ich auch bei Krankenkassen und bei Versorgungsämtern. Bei Krankenkassen war ich halt davor bei einer, die wollte mir die Hörgeräte nicht bezahlen, weil ich ja gut reden kann und eigentlich gut, auch gut hören. Ja, gut hören, das geht eigentlich nur mit Hörgeräte, also ohne Hörgeräte will ich gar nichts. Und das war echt mega. Auch halt beim Versorgungsamt ist das so, dass ich auch einen Schwerbehindertenausweis habe, weil ich eben nicht gut hören kann. Auch wenn ich nicht verstehe, warum, weil dieses Nichthören, ein Brillenträger hat ja auch keinen Schwerbehindertenausweis. Okay, es sei denn, er ist blind. Und ja, auf jeden Fall, ich habe dann so einen Schwerbehindertenausweis. Und die wollten mir halt den nicht genehmigen, weil ich eben gut hören kann. Und dann habe ich dann mich wieder so kaputt gelacht und habe dann gesagt, ey, das könnt ihr machen, ey. Ich gehe jetzt einfach hin, ich ziehe meine Hörgeräte aus, ich gehe hin und gebärde mit denen. Dann mal sehen wir mal, wie weit die da mit mir kommen. Ja, die standen da erstmal so, ja, was machen die jetzt mit mir? Ja, und mich so, sorry, ich verstehe nichts. Und habe dann angefangen zu gebärden, ne? Und habe dann gemeint, die sollten mit mir auch gebärden, weil ich das brauche. Und ja, habe wieder gemerkt, dass die total hilflos waren. Und habe endlich das bekommen, was ich wollte. Aber nochmal als Wiederholung. Nur weil ich Hörgeräte trage, heißt es nicht, dass ich normal höre. Auch mit Hörgerät höre ich sehr, sehr wenig. Weil momentan habe ich auch gemerkt, dass sich mein Gehör wieder ziemlich verschlechtert hat. Weil ich noch weniger höre, die Musik noch lauter stellen muss, damit ich überhaupt irgendwas verstehe. Den Fernseher verstehe ich so mal gar nicht ohne Untertitel. Im Kino verstehe ich auch nichts mehr. Musik verstehe ich ohne Texte auch nicht mehr. Also es wird echt immer schlimmer und. Und dass man zu mir sagt, ja, du hörst ja ganz normal, das ist echt. Und dass man mich dann immer nur auf meine Hörbehinderung reduziert, das zieht mich einfach runter. Wirklich. Also ich meine, klar, ich bin hörbehindert, ich trage Hörgeräte, weil ich eben ohne nichts höre. Heißt aber nicht, dass ich dann eine andere Person bin. Und ich, ja, ich gebe zu, also ich fühle mich halt ziemlich wohl da drin und ich könnte mir auch nicht vorstellen, wieder ganz normal zu hören. Aber es das heißt auch nicht, dass ich, ja, was soll ich sagen, dass ich hilflos bin, dass ich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.